Guten Morgen aus Los Angeles, hier ist wieder euer Schocks und wir sind jetzt eben aufgestanden. Jetzt ist bei uns 6:30 Uhr morgens, bei euch müsste es ungefähr 14 Uhr sowas in dem Dreh sein. So, wir haben uns jetzt gerade geduscht, sind wir aufgestanden, machen uns jetzt ready fürs Turnier, gehen wir dann noch frühstücken. Dann werden wir von einem Shuttlebus abgeholt, der uns zum Event bringt. Kurz zu unseren Spielen heute, ich kann euch schon sagen, wann wir gegen wen spielen. Unser erstes Spiel haben wir jetzt dann gleich um 9:30 Uhr morgens in der Gruppe D gegen Aztec Gaming, gegen das mexikanische Team. Wird direkt eins oder das allererste Match sein. Also es sind fünf Stations, wo man spielen kann. Die Main Stage, die Alpha Stage und noch vier kleine Stations, wo immer gespielt werden. Wir sind auf der Delta Stage, auf der Stage D, spielen dagegen Aztec Gaming. Das ist bei uns 9:30 Uhr morgens. Das müsste bei euch in etwa 17 Uhr sein. Haltet euch aber nicht ungefähr an die Zeiten, weil ihr wisst ja, Match kann ja verschieden lange dauern. Also guckt da selber ein bisschen, wir werden natürlich auch was auf Twitter und auf Facebook posten. Ich gucke, dass ich gleich, wenn ich vor Ort bin, irgendwie einen Wi-Fi-Code bekomme, dass ich auch vor Ort live twittern und Facebook-Posts machen kann. Dann haben wir unser zweites Match gegen das US-Pro-Team FaZe Gaming. Das ist unserer Zeit 14 Uhr, also 2 p.m. Müsste bei euch ungefähr 22 Uhr abends sein. Das ist eine perfekte Zeit für euch, um das Match zu gucken. Das Ganze wird auch auf der Mainstage sein. Und dann unser drittes Match, das ist dann ungefähr 1 Uhr bei euch in Deutschland, 1 Uhr nachts, 1 Uhr in der Früh, gegen die Trident T1 Dodgers, gegen das erstplatzierte Team aus Australien, Neuseeland. Das ist bei uns dann, muss ich selber gucken, weil mit den Uhrzeiten hier, das ist dann bei uns um 5 Uhr Nachmittag, also um 5 p.m., ist dann bei euch ungefähr 1 Uhr in der Früh, wer sich noch angucken kann oder will. Wird auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessantes Match, das kann ich euch gleich mal sagen. Die Australier darf man, wie gesagt, nicht unterschätzen. Und das waren jetzt unsere Spielzeiten für heute. Streamlinks, die poste ich mit unten und das Video mit rein. Das wird auf verschiedenen Seiten gestreamt. Ich glaube, auf callofduty.com wird es gestreamt, auf dem YouTube-Channel von Call of Duty direkt. Auf MLG.tv wird es gestreamt, auch wenn ihr eine Xbox besitzt, direkt auf Xbox, also auf der Xbox One oder auf der Xbox 360 am Dashboard. Könnt ihr euch das angucken. Da findet ihr auch noch mehr Informationen zu den anderen Matches. Sobald ich irgendwie den genauen Spielplan, ich habe zwar den genauen Spielplan hier, aber der ist noch nicht online. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den so ausgeben darf. Sobald der online ist, teilen wir den natürlich irgendwie, retweeten den oder posten euch den auf Facebook und auf Twitter. Und ansonsten würde ich sagen, drückt uns die Daumen für heute, wünscht uns Glück und supportet uns mit dem Hashtag SK Army auf Facebook und auf Twitter, hier auch auf YouTube. Was gibt es noch zum Sagen? Irgendwas habe ich vergessen, genau. Was ich noch sagen wollte, ihr findet unter dem Video auch noch drei Links von Big Ben. Big Ben, die haben mir das möglich gemacht, hier mitzureisen, dass ich für euch Videos machen kann. Und würde ich sagen, schaut mal bei denen vorbei, schaut bei denen auf Facebook vorbei, lasst den Like da, folgt denen auf Twitter und schaut auch mal auf deren Homepage. Die haben auch ziemlich coole Turtle Beach Headsets und auch noch andere richtig gute Produkte, zum Beispiel so ein Adapter für den Xbox One Controller, der auf jeden Fall sehr, sehr nützlich ist, wenn ihr keinen Bock mehr auf die Batterien habt. Also schaut einfach mal unten vorbei, das sind drei Bitlinks, checkt da mal drauf. Die Streamlinks poste ich unten mit rein und dann würde ich sagen, wir geben heute unser Bestes und wir melden uns dann wieder live vom Event. Bis dann, ciao, servus, euer Schocks.